Aber noch einen Block von heute, nämlich die Serien- und Parallelschaltung von Kondensatoren. Also ihr erinnert euch, mit Widerständen haben wir das über einen längeren Zeitraum durchexerziert, wie das ist, wenn man Widerstände in Serie schaltet und wenn man Widerstände parallel schaltet. Und hier werden wir das nur relativ kurz jetzt abhandeln, damit das mal als Modell da ist. Im Grunde ist es einfach genau umgekehrt als bei den Widerstandsbauteilen. Bei den Widerstandsbauteilen haben wir gesagt, wenn ich die in Serie schalte, dann addieren sich die Widerstandswerte. Und wenn ich sie parallel schalte, dann gibt es eben diesen komischen Paralleloperator, der bei zwei gleich großen Widerstandswerten bewirkt, dass sich der Gesamtwiderstandswert, dass der die Hälfte ist von den beiden Einzelwerten. Und wir haben hier die gleichen Operatoren, die gleichen Terme, aber mit umgedrehter Bedeutung. Wenn ich Kapazitäten parallel schalte, addieren sich die Kapazitätswerte. Und wenn ich Kapazitäten in Serie schalte, dann kriege ich eben diesen seltsamen Paralleloperator. Was hier ein bisschen blöd ist, weil eben hier der Paralleloperator verwendet wird, um die Serienschaltung zu beschreiben. Das kommt halt daher, dass dieser Operator seinen Namen von den Widerstandsbauteilen hat. Und hier habe ich halt zufällig genau den gleichen Term stehen, aber dieses Mal ist es halt für eine Serienschaltung. Also es ist genau andersrum als bei den Widerständen. Und damit kann man sich das möglicherweise auch ganz gut merken. Bei den Widerstandsbauteilen haben wir diese Gleichungen sowohl mathematisch hergeleitet, dass wir gesagt haben, oh, wir können eine Netzwerkanalyse, was ist denn das Verhalten dieser Schaltung, als auch aus der Anschauung überlegt. Dass wir uns gesagt haben, wenn wir ein Kabel haben, dann ist ja der Widerstand doppelt so groß, wenn das Kabel doppelt so lang ist. Und der Widerstand nur halb so groß, wenn das Kabel doppelte Querschnittsfläche hat, weil dann der Strom besser durchpasst quasi. Und dann kann ich mir eben überlegen, naja, wenn ich zwei Widerstände in Serie schalte, ist ja nichts anderes, als wenn ich ein langes Kabel dann noch einmal verlängere. Das heißt, da deckt sich das mit der Anschauung. Wenn ich zwei Kabel parallel habe, dann ist das ja das Gleiche für die Ladungen, die fließen wollen. Wenn ich ein Kabel habe, das einfach die doppelte Querschnittsfläche hat. Und wir versuchen jetzt uns zu überlegen, wie die Anschauung hier ist bei diesen Kondensatoren. Und dazu schmuggle ich jetzt was hinein, was wir bis jetzt vermieden haben, nämlich wie die Grundidee von so einem Plattenkondensator ist. Und aus dieser Grundidee können wir uns dann sehr schnell überlegen, wie ist denn das mit der Serien- und Parallelschaltung. Also das Symbol spiegelt eigentlich sehr schön den inneren Aufbau von so einem Kondensator wider, zumindest in der einfachsten Form. Ich nehme einfach eine Platte hier und die hat die Fläche A. Und dann eine zweite Platte hier, die hat auch die Fläche A. Also diese Flächen, die sehen wir jetzt nicht, weil diese Platten so zur Bildebene stehen. Und dann haben wir einen Abstand zwischen diesen Platten D. Genau, also das kann im einfachsten Fall Luft sein. Luft ist ein gutes Dielektrikum, schlechtes Elektrolyt. Und was wir jetzt beobachten können, ist, wenn wir warum das funktioniert, das erklärt sich einfach aufgrund der Feldkonfiguration, die sich da aufbaut, wenn ich dann da jetzt Spannungen anlege und so. Und das schauen wir uns dann eben an in diesem eigenen Workshop, wo wir dann über Felder reden und ein bisschen Vektoranalysis machen. Die wesentliche Information ist, die Kapazität ist proportional zu dieser Fläche. Und sie ist indirekt proportional zu diesem Abstand. Das heißt, wenn ich zwei Kondensatoren parallel mache, ich zeichne jetzt hier einen zweiten Kondensator parallel, dann müsste sich das ja quasi so verhalten, wie ein Kondensator, bei dem die Fläche einfach so groß ist wie die und die Fläche so groß ist wie die. Das müsste aus dieser mechanischen Anschauung heraus sich irgendwie ergeben, wenn ich die immer näher zusammenbringe, irgendwann sind die halt eine große Fläche mit einem konstanten Abstand. Und so ergibt sich das, dass ich die Summe der Kapazitäten bekomme, wenn ich Kondensatoren parallel schalte. Wenn ich Kondensatoren in Serie schalte, dann addiere ich diese Distanz. Also was ich mir hier vorstellen kann,
Und auch das werden wir ein bisschen mehr vertiefen, wenn wir uns die elektromagnetischen Felder uns anschauen. Dann kommt es dazu einen Prozess, der Influenz heißt, aber der bewirkt für uns de facto, dass diese leitende Fläche hier, die aus dieser Platte besteht, aus dieser Platte und dem Kabel, das das verbindet, die überbrückt quasi diesen Raum hier. Und übrig bleibt ein Kondensator mit dieser Platte und jener Platte und dieser Gesamtdistanz. Und das erklärt dann eben auch, warum wir hier bei der Serienschaltung von den Kondensatoren diesen Paralleloperator bekommen. Also das ist die grobe Anschauung. Das möchte ich gleich mal ausprobieren, indem ich einen Kondensator baue. So. So. Dazu habe ich hier zwei so kleine Plastik-Baggies, wo jeweils Alufolie drinnen ist. Wir tun das Messgerät auf Kapazitätsmessung schalten. Die Kamera aktivieren? Natürlich. So. Jetzt schließe ich die Kroko-Klemme da an die Alufolie an, die in diesem Sackerl drinnen ist. So. So. Und bei solchen Versuchen ist es eher wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie viel mit der Hand drauf drückt und so, weil dann macht man viele Dinge mit der Feldkonfiguration, die ein bisschen unvorhersehbar ist. Das heißt, was wir machen, ich lege ein Buch drauf, damit ich dann da ein bisschen einen Druck habe. Sagen wir mal, ich mache das ungefähr so. So. Dann habe ich da ein Buch. Praktisch. Gut, und jetzt haben wir hier eine gewisse Kapazität. Was haben wir hier? 1,8 Nanofarad. So, 1,8 Nanofarad. Okay, also ich nehme das wieder weg. Und wir schauen, die Fläche, die jetzt hier effektiv ist, ist nur von hier bis da. Nur das ist der Teil, wo sich diese Platten überlagern. Also das da auf der linken Seite, das spielt keine Rolle, weil das sieht quasi die untere Platte nicht und das hier auf der Seite sieht die obere Platte nicht. Was ich jetzt mache, ich schiebe einfach diese Platten übereinander, so dass ich diese Fläche vergrößere. So. Na super, 1,8 Nanofarad. Ah, hast du da eine, wir haben das nicht rausgemittelt. Okay. Also, wir haben hier 1,53 Nanofarad, dann machen wir da mal eine relative Messung und hoffen auf das Beste. So, ja, das ist ja. So, also 0,36. So, und ich hoffe, dass ich das hinkriege, dass wir diese effektive Fläche vergrößern. Und wenn ich das so zusammenschiebe. Im letzten Jahr hat das super funktioniert. Es ist weniger geworden. Ah. Ich glaube, der Abstand ist vielleicht nicht so gut. Der Abstand ist nicht so gut. Ich nehme das da raus. Zumindest die obere, die muss ja nicht in einem Sackel sein. Es reicht ja ein Sackel quasi. Und was nehme ich zum Beschweren? Ich nehme dieses Multimeter, das ist vielleicht auch. Naja, es ist hoffentlich reproduzierbarer von dem Anpressdruck als. Aber es ist ganz gewölbt davon. So. Was haben wir jetzt? 0,2. Und wenn ich jetzt die übereinander tue. 0,3. Und man sieht, es ist sogar 0,2, 0,37. Ich habe die Fläche nicht ganz verdoppelt, aber die Tendenz ist ja, man könnte jetzt sagen, das ist das vierte Experiment und also, so soll es eigentlich sein. Stell dir vor, so ist es immer, dann habe ich jetzt gerade gezeigt, wie
wie der Zusammenhang ist. Okay, jetzt werde ich den Abstand vergrößern, indem ich einfach dieses Ding da dazwischen lege, zwischen die Platten. Und damit habe ich jetzt nicht nur einmal Folie, sondern drei Schichten Folie dazwischen. So, und dann tun wir das wieder. War das so drauf oder so? So, gell? So. Und jetzt ist es runtergesprungen. Also jetzt ist es sogar unter dem, also es ist immer noch die komplette Fläche, aber sogar unter dieser ersten Messung. Also wir sehen, die Vergrößerung der Fläche führt zu einer Erhöhung der Kapazität. Die Vergrößerung des Abstandes führt zu einer Verringerung der Kapazität. Und wenn ich diese Bezüge mal in meinem Kopf habe, dann brauche ich nicht lange darüber nachdenken, welche Tendenzen ich habe bei Parallel- und Serienschaltungen von Kondensatoren, weil ich eben bei der Parallelschaltung diese Fläche hier vergrößere, weil ich mehrere solche Flächen nebeneinander stelle. Und sehr schön. Und bei der Serienschaltung vergrößere ich effektiv die Distanz, weil diese leitende Fläche, die ja mit sonst nichts verbunden ist, diese Distanz hier überbrückt und damit bleibt dann de facto übrig ein Kondensator mit Platte hier, aber entsprechend größerer Abstand. Kann man da mechanistisch sagen, dass dann jeweils nur die kleinste Fläche zählt? Oder? Bei der. Wenn die bei der Serienschaltung unterschiedlich große Platten hätten. Wenn die bei der Serienschaltung unterschiedlich große Platten haben, dann ist dieses Modell nicht mehr so einfach. Also, das geht hier von einer gleichförmigen Feldkonfiguration im Inneren dieser Platten aus. Daraus folgt eben auch so Sachen, wie dass diese Platten eine deutlich größere Fläche haben sollten, als dieser Abstand ist. Oder deutlich größere Diagonale als der Abstand ist, was uns vergleiche Äpfel mit Birnen. Und wenn ich quasi sage, ich habe da eine große und eine kleine Fläche, dann kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass es ein Kondensator mit großer Fläche hier und kleiner Fläche da ist, sondern dann muss ich eben ein bisschen kompliziertere Überlegungen anstellen, weil ich habe hier einen Kondensator mit einer gleichförmigen Feldkonfiguration und da einen Kondensator mit einer gleichförmigen Feldkonfiguration. Wenn ich aber hier eine Platte habe und da eine kleine Fläche dazu bringe, habe ich da keine gleichförmige Feldkonfiguration mehr, sondern dann werde ich da viele Feldlinien haben, die sich da irgendwie so runterwölben. Also es geht immer davon aus, dass quasi entweder die A's, also im einfachsten Fall alle A's und alle D's sind gleich und dann schaue ich nur, was passiert, wenn ich entweder das D verdoppeln, indem ich zwei Kondensatoren hintereinander hänge, oder das A verdoppeln, indem ich zwei Kondensatoren parallel hänge. Und in dem einfachen Fall ist dann quasi D verdoppeln die halbe Kapazität, A verdoppeln die doppelte Kapazität. Gut. Also den ersten Diskussionspunkt, den habe ich jetzt in meinen Vortrag gebracht, nämlich dass das genau andersrum ist als bei der Serien- und Parallelschaltung von Widerständen. Da brauche ich jetzt nicht euch fragen, was euch auffällt. Und die anderen Punkte haben wir leider auch gerade. Also das wäre was man dann vielleicht diskutieren könnte in der Experimentiergruppe. Wenn es nicht mehr so ganz frisch ist, dann packe ich das auf und sage, sagt's, wie war denn das? Wie kann ich mir vorstellen, Serien- und Parallelschaltung von Kapazitäten? Und ich weiß, es ist jetzt ein bisschen fischig, weil ich da halt immer so vom Feld zwischen den Platten rede und so und wir eigentlich diese Feldbegriffe nie definiert haben. Aber das kommt dann eben in diesem einen Workshop elektromagnetische Felder. Wir werden in dem jetzt nicht anfangen, dass wir symbolisch rechnen mit der Vektoranalysis, sondern mir geht es darum, dass wir ein Bild dafür entwickeln im Kopf, was unterschiedliche mechanische Anordnungen bedeuten für die Feldkonfiguration und welche Felder es überhaupt gibt und wie die in Bezug zueinander stehen. Also da werden wir hoffentlich dann in diesem Workshop ein bisschen tiefere Vorstellungen dazu entwickeln, wie das da alles funktioniert. So, Experiment haben wir gerade gemacht, bauen Sie Kondensatoren aus Alufolie, messen Sie Kapazität mit einem Multimeter. So. Gut, zum Abschluss parallele Leiterbahnen auf einer Leiterplatte, also entweder nebeneinander oder übereinander. Und je nachdem, was für eine Leiterplatte, dann ist das eine oder andere blöder. Also wenn ich so parallele Leiterbahnen habe, dann verhalten die sich auch wie ein Kondensator. Weil ich habe einfach nur gesagt, Kondensator ist quasi da Leiter, dazwischen irgendwas isoliert, auf der anderen Seite wieder Leiter.
Wenn wir diese Platten haben, dann kann ich mir die Feldkonfigurationen leichter vorstellen. Aber wenn ich einfach nur zwei parallele Leiterbahnen habe, dann gibt es auch ein Feld zwischen denen und die verhalten sich dann wie ein Kondensator. Also nicht nur, die verhalten sich wie ein Kondensator, sondern sie sind ein Kondensator. Ich habe das halt nicht schön verpackt in einem Gehäuse, auf dem draufsteht 3 Picofarad, aber 3 Picofarad ist ein üblicher Belag für so eine Leiterbahn, ein üblicher Kapazitätsbelag. Gut, also solche nicht beabsichtigten, aber unvermeidlichen Kapazitäten werden parasitäre Kapazitäten genannt. Wann und warum sind diese parasitären Kapazitäten ein Problem und was kann man gegen diese Probleme tun? So. Halt vielleicht auch diese Effekte zeigen, die wir bei den Kapazitäten absichtlich nutzen, also so RC-Ladekurven. Mhm. Das können... Im Grunde ist es, wann immer ich parasitäre Bauteile habe, egal ob parasitäre Kapazitäten sind, ich habe auch parasitäre Widerstände, weil diese FF4-Materialien, aus denen die Leiterplatten sind, die sind halt nicht perfekte Isolatoren. Sie sind sehr gut Isolatoren, aber sie sind halt auch nicht perfekt. Das heißt, ich habe da immer auch gewisse Leckströme und so. Und man kann sich das halt vorstellen, nicht? Da kommt jemand, baut eine Maschine, in dem Fall aus Widerständen, Kondensatoren und so. Dann kommt irgendjemand anderer und baut zufällig irgendwelche Bauteile, irgendwelche Komponenten ein. Je nachdem, was das für Komponenten sind, ist es vielleicht völlig wurscht oder es zerstört das Verhalten der Maschine. Und genauso sollte man das sehen, dass ich quasi meinen Schaltplan habe, aber dann habe ich eben noch Bauteile, die in diesem Schaltplan nicht eingezeichnet sind, sondern die ergeben sich daraus, wie ich dieses Ding aufbaue. Je nachdem, was das Ding ist, was ich da baue, kann das jetzt blöd sein oder kann das weniger blöd sein? Was glaubt ihr denn, was ein Fall wäre, wo es sehr blöd wäre? Was wären so typische Anwendungen, wo ich mir über solche Sachen Gedanken mache? Ja, also Signalleitung hoher Geschwindigkeit, genau. Warum Signalleitungen bei hoher Geschwindigkeit? Warum ist es dort problematisch? Ja, der Signalübergang von 0,1 oder 1,0 verzögert wird, gedämpft wird. Und dann genau, gedämpft. Weil wir haben ja vorher gezeigt, dass quasi hochfrequente Änderungen in einem Signal von solchen RC-Schaltungen gedämpft werden können. Jetzt habe ich hier eine andere RC-Schaltung. Ich schaube nämlich nicht, ja, ich habe eigentlich nicht recht. Ja, das ist schwierig. Das ist ein Transmission. Aber wir haben eben gesehen, bei hohen Frequenzen greift das ein. Wenn ich bei das Experiment vorher, was wir da gemacht haben, wo ich hier die Spannung verändert habe, dann haben wir gesehen, es fließt ein Strom in den Kondensator hinein oder aus dem Kondensator hinaus. Da haben wir gesehen, es fließen so diese Ströme hin und her, aber die Spannung an einem Kondensator ist ziemlich schnell der Spannung gefolgt, die ich hier eingestellt habe. Das heißt, wenn mich die Spannungsverläufe nur in dieser langsamen Dimension interessieren, die ich mit einem Multimeter anschauen kann, dann ist dieser Effekt offenbar nicht so stark. Wenn ich aber jetzt die Möglichkeit habe, mir anzuschauen, wie sich das im Bereich von Nanosekunden oder noch drunter verhält, und Nanosekunden wären eben so diese Gigahertz-Signale, dann kann eben meine kleine Kapazität an der falschen Stelle große Probleme bereiten. Das heißt, was werde ich machen an diesen Fällen? Es gibt eigentlich zwei Strategien, die... Also Kapazitäten verringern. Genau, das ist die eine Möglichkeit. Ich einfach sage, okay, ich will diese Kapazitäten nicht, ich mache die klein. Wie mache ich die klein? Gibt es also ganz komplizierte auf den Leiterplatten Auslegungen, dass die Abstände größer sind, dass man möglichst die Fläche parallel hat? Mhm. Ja, also es gibt solche Sachen. Im Wesentlichen, wenn wir uns dieses Ding hier anschauen, sehen wir diese beiden Dinge, nämlich die Fläche und den Abstand. Wenn ich möchte, dass die Kapazität klein wird, naja, was mache ich? Ich mache den Abstand groß und die Fläche klein, dann habe ich keine Kapazität. Das geht halt nur nicht immer. Was ist die zweite Strategie, die ich mache? Und das ist die wesentliche Strategie, wenn man wirklich mit so Gigahertz-Signalen arbeitet. Megahertz verwenden. Das ist eine Möglichkeit. Na, nutzt man nichts. Also, weil in dem Fall ist die Isolierung ja eine wesentliche Eigenschaft von den Bauteilen. Weil wenn die Isolierung besser wird, würde eigentlich die Kapazität auch noch höher, oder? Nein, das sind zwei unterschiedliche Größen. Masse dazwischen legen, damit die dann hast du den Kondensator zur Masse. Ja, und dann weiß ich, was es ist. Ja, wir nähern uns, dann weiß ich wenigstens. Das Potenzial an dieser Stelle ist. Also, der Trick ist, ich plane diesen Kondensator ein. Also normalerweise baue ich einen Kondensator, eine Schaltung ein, weil ich der Meinung bin, dass der an der Stelle etwas tun sollte. In diesen Stellen habe ich nicht die Wahl. Da ist ein Kondensator.
Und da kann ich mich am Kopf stellen, da ist ein Kondensator. Was ich aber machen kann, ist, dass ich sage, okay, ich mache die Leiterbahnen genau so breit, ich mache die Leiterplatte genau so dick, ich weiß, wie groß dieser Kondensator ist. Und dann baue ich drumherum meine Schaltung so auf, dass sie funktioniert, obwohl da in der Mitte der bekannte Kondensator ist. Und in der Regel bei diesen Sachen denkt man dann nicht mehr an Kondensatoren, sondern man denkt dann eben in diesen Transmission Lines, die die drei parasitäre Effekte kombinieren, nämlich den Kapazitätsbelag, den Induktivitätsbelag und den Widerstandsbelag von diesen Leitungen und dann natürlich noch den Leitwertbelag von dem Dielektrikum, durch den die Elektrströme durchgehen. Also sind es vier quasi Größen, die ich nicht haben möchte. Die Strategie ist, dass man drumherum eine große Theorie aufgebaut hat, wie man mit diesen Dingen rechnen kann, wie man die beherrschen kann. Und dann ist die Strategie halt nicht, ich versuche die möglichst klein zu machen, sondern ich versuche sie möglichst bekannt zu machen, dass ich die Leiterplatte genauso baue, dass ich nicht sage, naja, irgendwo im Bereich von Kapazitäten einen Picofarad bis 100 Picofarad wird das haben, sondern ich sage, okay, ich weiß, das hat das und das und jetzt baue ich meine Schaltung drumherum so auf, dass sie trotzdem noch funktioniert. Man kann die Daten mit Glasfasern übertragen. Ja, aber du hast halt immer noch das Problem hin und vom Glasfasertransceiver. Aber natürlich, für eine lange Übertragungsstrecke ist Fiber eine Möglichkeit für hohe Datenraten. Aber nicht auf der Platine. Also es gibt zwar inzwischen Chips, die den Fiber-Transceiver direkt am Chip haben, wo ich mit der Fiber wirklich auf den Silizium-Die von dem Chip gehe und dort ist der entsprechende Transceiver und der macht dann auch schon Sachen, sodass ich auf der Platine nicht so schnelle Signale habe. Aber auch das verschiebt nur das Problem, nämlich hin zu den Leuten, die den Chip bauen. Aber auch dort habe ich immer noch die gleichen Probleme. Ich habe die Probleme vielleicht in einer anderen Größenordnung dann, weil wenn ich meine Leiterlängen sehr klein mache, sind die Probleme nicht so schlimm und am Chip wird das halt sehr klein, aber ich muss trotzdem über solche Sachen mir Gedanken machen. Okay, müssen wir uns Gedanken machen für die Dinge, die wir so in einem Kurs machen, wegen parasitären Kapazitäten? Sollen wir nicht in den hohen Megahertz-Bereich wahrscheinlich kommen? Wahrscheinlich nicht. Ja, mir wird nur eine Anwendung einfallen, wo es interessant sein könnte, nämlich beim Auslesen von Sensoren. Also es gibt unterschiedliche Sensoren, die aber im Kern immer so arbeiten, dass sie irgendein Bauteil haben, einen Widerstand, eine Diode, einen Kondensator und der ändert seine Eigenschaften aufgrund von Umwelteinflüssen. Und wenn ich jetzt diesen Kondensator genau messen möchte, dann muss ich natürlich rausmessen, dass die Leiterbahn zum Kondensator selber auch noch ein Kondensator ist. Das ist das, was wir gerade vorher gemacht haben. Dann habe ich umgeschalten auf diese relative Messung, weil wir eben einiges an Kapazität gehabt haben in diesem Aufbau, selbst wenn diese Platten sich gar nicht berühren. Einfach weil da ja auch überall Kabeln herumliegen und diese Kabel einen gewissen Abstand voneinander haben und eine gewisse Oberfläche und dazwischen sich Felder aufbauen. Gut, aber abgesehen von dem, ich möchte wirklich eine Kapazität messen und darum muss ich quasi diese parasitären Kapazitäten als Messfehler wieder rausrechnen, würde ich mal sagen, für die Dinge, die wir so in einem Kurs machen, ist das unerheblich. Das kann man auch auf einem Breadboard ohne Probleme so aufbauen, wo man die Bauteile alle reinsteckt. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, Fragen? Also, ich glaube, ich habe nur gesehen, diese Spice-Varianten beherrschen ja auch so Transmission Lines zu simulieren. Simuliert das dann alle vier sozusagen parasitären oder auf was? Wie ist das Modell bei denen drauf? Ich glaube, ich sollte meinen Transmission Line-Vortrag auch hier mal halten. Gut. dann planen wir das ein für später. Ich habe bei den Funkern vor einiger Zeit einen Vortrag über Transmission Lines gehalten. Die Idee von der Transmission Line Theory ist, dass ich diese vier Parameter nehmen kann und wieder in einen Parameter, nämlich die Impedanz der Transmission Line, pressen kann. Und die Transmission Line Bauteile im Spice, denen sage ich dann, was ist diese Impedanz von der Transmission Line. Und das geht dann aber quasi schon davon aus, dass ich mein Leiterplatten-Layout so gemacht habe, dass diese Transmission Line tatsächlich diese angegebene Impedanz hat. Also das nutzt man sozusagen nicht für den letzten Schritt, wenn ich die Geometrie auf der Leiterplatte mache, dann muss ich immer noch nachdenken oder eine Software verwenden, die speziell dafür ausgelegt ist. Da gibt es eigene Leiterplatten-Design-Software für Microwave-Engineering. Aber wenn ich dann quasi diese Kennzahl
für eine Transmission Line die Impedanz habe, charakteristische Impedanz, dann kann ich das in diese Simulation hineinstopfen und sagen, hier ist eine Transmission Line mit der Impedanz und dann noch, wenn ich lustig bin, der Länge und der, der Phasengeschwindigkeit. Gut. Sonst Fragen? Dann noch organisatorisch. Nächstes Wochenende und das Wochenende drauf, das heißt nicht ab morgen, sondern den 3. und 4. sowie den 10. und 11. glaube ich ist das, gibt es die Ostsee-Workshops. Und da sind jetzt eh schon einige Leute eingetragen hier. Aber es gibt dann noch ein paar freie Plätze. Wenn die Plätze nicht reichen, dann machen wir weitere Termine, das ist gar kein Thema. Jetzt schauen wir mal, dass wir die voll kriegen. Das heißt, wer da noch nicht eingetragen ist, aber den Ostsee-Workshop machen möchte, sollte sich da einen freien Platz suchen und sich eintragen. Wenn jemand keinen Wiki-Account hat, dann kann man jemanden fragen, zum Beispiel mich, also ich bin jetzt noch da, kannst du mich schnell eintragen an dem Tag, das mache ich jetzt irgendwie schon die ganze Zeit nebenbei hier, dass Leute zu mir kommen und ich trage sie ein. Und dann gibt es am vorletzten Freitag im nächsten Monat Experimentiergruppe und am letzten Freitag den Kurs und dann, jetzt sage ich es wieder, dann geht es los mit den wirklich interessanten Bauteilen, dann schauen wir uns die Dioden an. Gut, dann sage ich bis dahin, danke.